herzlich willkommen zu Florinorm spricht Klartext auf YouTube. Heute eine Abonnentenanfrage. China. Wie gehe ich damit um? Muss ich mich in meinem Anlageportfolio umstellen? Muss ich mich einstellen, vielleicht eines Tages für eine chinesische Firma zu arbeiten, weil die in einem Kaufrausch weltweit Firmenunternehmen übernehmen? Ja, ein breites Thema, aber ich muss ein bisschen früher anfangen. Vor 50 Jahren hatte China die Wirtschaftskraft Belgiens lächerlich mit 1 Milliarde Menschen und heute, ja, auf Kaufpreisparität bemessen, könnte China schon die wichtigste Wirtschaftsmacht sein. Und natürlich muss man das ganz klar vor Augen haben. Ich gehe mal ein paar Segmente durch. Im Automobilbereich muss man davon ausgehen, dass die Chinesen ein Faktor werden können. Bitte nicht belächeln diese Skaleneffekte in der Massenproduktion und auch der Standard, den die Chinesen mittlerweile bei Elektroautos haben, der ist ernst zu nehmen. Vom Preis her und Produktionspreis sehr kompetitiv. Es gibt aber auch richtige Schattengebilde und das sind die staatsnahen Unternehmen, aber auch einige der großen Konglomerate, unter anderem das Unternehmen, was sich mit 10% an der Deutschen Bank beteiligt hat. Das sind echte Problemherde, weil viele Kapitalerhöhungen am Markt, das Geld einsammeln, dient ja nur noch dazu, die Zinsen zu bedienen oder weitere Schulden, ja, mit Eigenkapital etwas zu untermauern. Gar nicht so gut. Aber wie ist es denn mit den Weltmarktführern, die sich dort bilden? Wir reden über Huawei. Ja, einige Experten im Smartphone-Bereich sagen, hier gibt es ein iPhone zum Viertel des Preises von Apple. Hallo? Und wie sieht es denn aus mit den Online-Riesen in China? JD.com, da hat sich Walmart, der US-Einzelhandelsgigant mit 12% beteiligt, oder Alibaba, die mindestens so gut integriert sind, horizontal und vertikal wie Amazon. Es ist wirklich ein extrem gemischtes Bild. Und bei einer China-Debatte muss man unbedingt auch mal auf das Soziale eingehen. Es ist ein Land mit wesentlich viel mehr Männern als Frauen. Wenn Sie in China nicht über ein Apartment verfügen oder ein Auto und einen vernünftigen Job, dann ist es relativ schwer, eine Frau zu finden. Hört sich verrückt an? Glauben Sie mir einfach, Millionen von Chinesen, die nicht so privilegiert sind, suchen sich Frauen in Laos und anderen Ländern oder in ganz ländlichen, verarmten Regionen. Und dieses Land ist wirklich getrimmt. Natürlich von oben, sagen wir mal zentralistisch, um letztlich ganz bestimmt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Weltpolitik aktiver zu werden. Ich war selber mal Botschafter in 2 Ministerien in Liberia und dort ist China ein wesentlich wichtigerer Wirtschaftsfaktor als die Chinesen. Wenn es darum ging, das Fußballstadion dort zu bauen, dann haben das die Chinesen gemacht, natürlich auch eine gewisse Akzeptanz der Bevölkerung dadurch bekommen, auch Marktzutritt. Ich hatte selber mal das nationale Basketballstadion in Liberia gebaut und bezahlt. Die Endarbeiten haben die Chinesen übernommen. Das ist eine relativ klare Wirtschaftsstrategie. Ich bringe wirtschaftlichen Nutzen. Ich fokussiere mich weniger auf den Verkauf von, ja, Militärgeräten. Das ist sehr amerikalastig, auch etwas weniger auf den Vertrieb von, ja, Verblödungsfilmen oder Serien, sondern sehr zielgerichtet, sehr langfristig ausgerichtet. Gut. Geht das nahtlos? Natürlich nicht. Die Verschuldung, Gesamtverschuldung der Haushalte, der Firmen und des Staates und auch des Schattenbankensystems in China ist ungefähr doppelt so hoch wie Griechenland. Das ist strapaziert, das ist ganz strapaziert mit Fremdkapital erkaufter Wachstum. Also ein Rückschlag aus China, den können wir an den Börsen auch nicht außer Betracht
lassen. Deswegen gilt natürlich dieses Video dem Zweck, dass die China-Karte bei jedem Investor relativ ausgefüllt werden muss im Kopf, weil es ist ein Faktor, nicht nur bei diesen Übernahmen, aber auch bei eventuellen Rückschlägen. Es gibt diese sogenannten Perlen, die man durchaus haben kann als Investor in China. Nicht alle sind günstig bewertet, einige sind relativ günstig, zumindest wenn man JD.com und Alibaba nimmt. Aufgrund gewisser Gewinnerwartungen sind die definitiv günstiger als Amazon, nicht unbedingt vergleichbar. Aber so schlecht können die nicht sein, weil Amazon im Online-Bereich nur einen Marktanteil von 1,6% in China hält. Also ernstzunehmend eine Wirtschaftskraft, eine politische Kraft, die die Generation der heute 15-Jährigen bis 25-Jährigen stark beeinflussen wird und auch diejenigen, die etwas älter sind. Und jetzt ein kleines Vorwort zu einem späteren Video, was wir bestimmt erst in 6-8 Wochen drehen werden. Ein sogenannter schwarzer Schwan. Alle sind sich bewusst, dass China stark verschuldet ist, dass eine Abschwächung in China auch zu einer wirtschaftlichen Abschwächung bei uns in Deutschland führen würde und das auch global, vor allem bei Rohstoffen. Das ist definitiv eindeutig. Aber was ist denn mit Japan? Und den Japan-Beitrag, den werden Sie leider erst in einigen Wochen erhalten, weil in diesem Fall vorzugsweise werden wir unsere Abonnenten im Börsenbrief informieren. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis und verbleibe mit allerbesten Grüßen und immer wieder besten Dank für eure Anfragen zu gewissen Themen. Und tschüss, euer Florian Horm spricht Klartext auf YouTube.